Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat seine Vollversammlung durchgeführt in den Tagen vor dem Katholikentag. Eines der wichtigsten Themen war natürlich, wie es weitergeht mit dem sogenannten Reformprozess. De facto ist es ein Weg in das Schisma und an der Nationalkirche. Und natürlich dort, wie es weitergeht mit dem synodalen Weg. Der synodale Weg wird ja veranstaltet vom Zentralkomitee zusammen mit der Bischofskonferenz, mit der Deutschen Bischofskonferenz. Insofern ist der Zentralkomitee eigentlich sozusagen der Protagonist, der Organisator dieser ganzen Geschichte. Und da gibt es eigentlich widersprüchliche Signale. Es gibt einige, die zeigen sogar eine gewisse Resignation und in anderen zeigen sie sich sehr kämpferisch. Ja, man merkt selber, die wissen nicht, wie das wird. Die wissen nicht genau, welche Entwicklung das Ganze nehmen könnte. Sie haben in den Erklärungen, die Sie auch veröffentlicht haben, ganz klar zugegeben, es gibt sehr viel Kritik aus dem Inland, also aus Deutschland selbst, aber natürlich auch aus dem Ausland. In diesem Kanal haben wir das ja jedes Mal besprochen. Also der Kritikpegel steigt und wird sicherlich weiter steigen, wenn wir uns der Weltsynode nähern. So, ich fange an mit der Erklärung mit der Vorsitzenden, der Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, Frau Dr. Irme Stetter-Karp. Und sie ist in diesem Zwiespalt. Ja, auf der einen Seite geht sie auf Attacke und wird übergriffig eigentlich, das werden Sie gleich sehen. Aber eigentlich, sie versucht auch zu sagen, okay, wir müssen auch ein bisschen realistisch bleiben. Das sagt sie in der Erklärung, die sie dort abgegeben hat. Das ist immerhin die wichtigste Erklärung, sie ist die Präsidentin und das ist eine sehr umfangreiche Erklärung. Aber zum synodalen Weg sagt sie Folgendes. Nun aber wird von Ende her das Profil des synodalen Wegs definiert. Das ist an sich eine erstaunliche Aussage, denn eigentlich war der synodale Weg als ein offener Dialog gedacht, ohne ganz klar vordefinierten Ergebnis. Aber wird immer klarer, dass die im Grunde genommen nichts anderes wollten, als eine vordefinierte Agenda da durchzusetzen. Das wird auch immer klarer auch an den Aussagen von Bischof Georg Betzing. Sie wollten von vornherein eine Agenda durchsetzen, ja, und nicht jetzt irgendwie frei reden, okay, wie werden wir eine bessere Kirche haben in Deutschland. Das war von vornherein nicht klar. Und das sagt sie auch. Wir müssen vom Ende des synodalen Weges her definieren, was wir jetzt machen. Und jetzt wie erklärt sie das? Für welche Beschlüsse wird es die erforderlichen Mehrheiten geben, in der Synodalversammlung, ja, und zwar die Mehrheiten der Laien wie auch der Bischöfe, weil jedes Gremium hat sozusagen eine eigene Mehrheitsfindung. Und wie werden wir ab hier die Zukunft unserer Kirche in Deutschland entwickeln? Also überlegen Sie. Das heißt, Sie meinen, dass dieses Zentralkomitee der deutschen Katholiken berufen ist, die Zukunft unserer Kirche in Deutschland zu entwickeln. Ich meine, sie sind überhaupt nicht dazu berufen, niemand interessiert sich dafür. Sie sind auch nicht vom Amt her, sie haben auch kein Mandat dazu. Das sind Laien, das sind Vertreter von politischen Parteien, das sind Leute wie Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen dabei, viele von der CDU, von irgendwelchen Gremien, ja. Das sind nicht die Leute, die berufen sind, zu sagen, okay, wie soll die Kirche sich entwickeln, aber die fühlen sich so berufen, ja, so ist das, das ist das Problem. Es ist ein Skandal, dass die Bischöfe mit einer solchen Organisation überhaupt reden. Okay, aber dann geht es weiter. Mit welchen Anliegen werden wir stärker in den weltkirchlichen Dialog und in den Dialog mit Rom treten müssen? Also das ist zumindest angekommen. Sie können jetzt nicht einfach ohne weiteres Beschlüsse fassen, ja, meinetwegen mit Mehrheiten von diesen ganzen Verbandskatholiken, die da sitzen, dieser Synodalversammlung, sondern das ist angekommen. Die ganze Kritik ist angekommen und dann gesagt, pass auf, wir müssen irgendetwas bringen, was überhaupt realistisch ist, was machbar ist oder so. Ansonsten ist natürlich der Vorwurf des
Schismas völlig berechtigt. Denn wenn die absurde Resolution treffen, was sie ja bis jetzt ständig getan haben, oder zumindest sehr viele Propositionen in der Synodalversammlung waren ja schismatisch und heretisch, dann müssen die sich in Vorwurf gefallen lassen. Ja, was wollt ihr eigentlich damit? Wollt ihr eigentlich tatsächlich die Weltkirche überzeugen, dass sie sich nach den deutschen Vorstellungen irgendwie völlig ändert? Oder was wollt ihr? Also da ist eine gewisse Sachlichkeit eingetreten und auf Dank der ganzen Kritik. Und dann schließlich, welche Anliegen werden wir einstweilen als gescheitert betrachten müssen? Und das ist natürlich ein sehr wichtiger Satz. Und dann wird klar, dass die vieles nicht erreichen werden. Und gerade sehr wichtige Ziele, zum Beispiel das ganze Weihe von Frauen und solche Sachen, die natürlich einen sehr hohen symbolischen Wert haben, das haben sie mehr oder weniger schon abgehakt. Einstweilen. Es kann sein, dass sie natürlich jetzt irgendwie der intern in der Synodalversammlung manche poltern und dann werden wieder diese ganzen Texte nochmal verschärft und so. Man muss sehen, was auch mit diesen ganzen Segensfeiern passiert und so weiter. Okay, also das ist jetzt alles der gegenwärtige Stand. Aber man merkt einfach, dass doch eine gewisse Ernüchterung eingetreten ist und sagt, okay, damit wir am Ende nicht völlig mit leeren Händen stehen, müssen wir irgendwie etwas bringen, was die irgendwie schlucken können, mehr oder weniger. Also so klingt das zumindest. Also nach einer gewissen Ernüchterung. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht genervt ist. Also in der im Morgenmagazin im ARD am 24. Mai, also das war schon vor ein paar Tagen, und da sagt sie, da ist sie, wird sie richtig übergriffig und sie sagt, dass diejenigen, die den Weg in die Zukunft unserer Kirche verbarrikadieren, den muss man ein Signal senden, dass nicht die Macht des Stärkeren das letzte Wort haben wird. Also das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, sie sagt natürlich nicht, das sind die Kritiker, die nur dann Weges oder so, sie definiert das relativ wenig. Aber es ist schon erstaunlich, dass diese Frau sagt, im Grunde diese Leute wollen, das ist die Arbeit nach der Macht des Stärkeren und die wollen die Zukunft der Kirche verbarrikadieren. Also das ist schon ein harter Tobak, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass sie damit tatsächlich die Kritiker des synodalen Weges meint, also diejenigen, die sagen, dieser Weg ist ein Weg in das Schisma und in eine heretische Kirche. Jedenfalls ist es ein Weg in eine Kirche, die nicht mehr katholisch ist. Also ich finde, da merkt man schon, wie die Stimmung ist, also wie gewissermaßen schon eine Wut zu verzeichnen ist bei diesen Funktionären, ja, weil sie wahrscheinlich, die leben ja in Blasen, die leben ja in diesen akademischen Elfenbeintürmen. Ja, und die ernten ja eigentlich in der Regel ja keinen Widerspruch. Wenn die zum Beispiel irgendwelche Veranstaltungen machen, die sind ja nur unter sich. Ja, das heißt, da kommen ja nicht Leute und sagen, pass auf, ihr seid alles Heretiker, aber wie könnt ihr so einen Quatsch irgendwie erzählen? Die hören das nicht. Plötzlich fangen die an zu hören, ja, in Deutschland gibt es ganz viele Leute, aber auch, was sich die polnischen Bischöfe, die skandinavischen Bischöfe, alle sagen denen, pass auf, ihr seid auf dem Weg ins Schisma, hört endlich auch mit diesem Quatsch. Ja, und das sind sie nicht gewohnt. Ja, weil sie natürlich nur mit Leuten wie Bischof Betzing sprechen, die genauso denken. Ja, also es scheint tatsächlich so, dass die überhaupt keine Dialogkultur haben und noch nie einen Widerspruch gehört haben. Es gibt aber einen sehr wichtigen zweiten Punkt aus dieser Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Und zwar, das ist eine Intervention einer der ehemaligen Vizepräsidentin, und zwar Dr. Claudia Lücking-Michel. Und sie will eine ewige Synode haben. Sie will eine synodale Struktur haben, die quasi eine Parallelhierarchie aufbauen würde von Laien, ja, die im Grunde genommen, das definiert sie nicht ganz klar, aber im Grunde genommen, was sie wahrscheinlich erwartet, ist, dass sie auch immer etwas zu sagen hat. Das heißt, die Bischöfe, die würden sozusagen einen Kompagnon bekommen und dann würde eine Hierarchie entstehen, die aus Bischöfen und Laien, natürlich wahrscheinlich sind das alles Laien, die dann dieser seltsame Zentralkomitee der deutschen Katholiken irgendwie nennt, aber das ist im Grunde genommen, sehen Sie, das ist so eine Art Parlamentarismus. Das hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun, weil in der katholischen Kirche sind die Bischöfe dazu berufen, und zwar vom Heiland selbst, von unserem Herrn Jesus Christus. Sie sind das Fundament der Kirche, in dem Sinne, dass sie die Verkündigung weitergeben und die Gläubigen in der Einheit des Glaubens halten sollten zumindest. Leider tun das einige Bischöfe nicht, denn die
postulieren ständig heretische Geschichten, die sich eben im Widerspruch sind mit dem katholischen Glauben und dem katholischen Lehramt. Leider Gottes ist das so, und diese Bischöfe arbeiten nicht für die Einheit und auch nicht für die Vermittlung des Glaubens und des Lehramtes. Ja, aber das ist ja ein anderer Punkt. Aber diese Dame, Frau Lücking-Michel, erklärt das so, das ist jetzt vorgelesen aus der Presseerklärung des Zentralkomitees. Lücking-Michel sieht eine Lösung in der Installierung eines synodalen Rates. De facto ist es eine Art alternative Hierarchie. Also das ist im Grunde, es ist eine Frage, wie sie das gestaltet, aber das hat schon einen ziemlich schismatischen Geschmack. Als Getaufte, und das ist, hier wird sie zitiert, als Getaufte und Gefirmte haben alle Gläubigen den Auftrag, Verantwortung zu übernehmen, ihr Charismen einzubringen. Ihre Beteiligung ist für die Zukunft der Kirche notwendig, auch nach Ende des synodalen Wegs. Das heißt, sie sehen, sie denken, okay, was wird passieren nach der letzten Synodalversammlung, die ist geplant für den März 2024. Bis dann ist, das ist dann das Ende des synodalen Weges, weil dann mündet das alles eher in die sogenannte Weltsynode. Aber da merkt man, dass die schon, die merken, okay, das klappt irgendwie alles nicht so richtig, da ist zu viel Widerstand. Das heißt, wir müssen irgendwie so eine Art Institution bilden, so eine pseudoparlamentarische Geschichte, ja, die an den Entscheidungen der Kirche teilnimmt und sozusagen mit den Bischöfen ständig Entscheidungen nimmt. Also da merkt man schon, wie diese Leute eigentlich denken. Das ist schlichtweg nicht mehr katholisch, ganz einfach. Ja? Aber so denken die tatsächlich. Ja? Also natürlich ist es eine Frage der Ausgestaltung. Diese Presseerklärung sagt das nicht ausdrücklich, aber wenn man sich die ganzen Texte dazu des synodalen Weges, die ganzen Propositionen, die gemacht werden in der synodalen Versammlung, da merkt man, diese Leute haben ein tiefes Misstrauen gegen den Bischofsamt, gegen den Priesteramt, gegen überhaupt die ganze Idee einer hierarchischen Kirche, so wie sie von unserem Herrn Jesus Christus aufgebaut worden ist. Diese Leute sind jetzt gerade in den Machtpositionen und wollen bestimmen, wie die Kirche auszusehen hat. Es ist einfach eine Situation, die wirklich unglaublich ist. Und wir müssen wirklich viel beten, dass der liebe Gott barmherzig ist mit uns und irgendwie diese Zustände ändert. Weil es kann nicht sein, dass die katholische Kirche in Deutschland immer vor der Bedrohung steht, im Grunde genommen in den Abgrund zu fallen, schismatisch zu werden, heretisch zu werden, eine Art Nationalkirche aufzubauen, aufgrund von solchen Personen, die so eine starke Macht haben. Es ist deshalb, finde ich, ein Skandal, wenn zum Beispiel Frau Dr. Irme Stetter-Karp sagt, okay, die Macht des Stärkeren darf nicht das letzte Wort haben. Die Macht haben in Deutschland diese Funktionäre. Das ist ganz einfach, das ist der Fall. Das heißt, die sind in den ganzen Schaltstellen, die haben irre viel Geld, die haben diese ganzen Verbände, ja, die irre Geld kriegen vom Staat, von der Kirchensteuer, etc., etc. Das ist die handeln nach der Macht des Stärkeren. Und natürlich nicht die Personen, die ganz normalen Laien, ja, und Gläubigen, die jeden Tag in die Kirche gehen und dort zur Messe gehen und dann noch Rosenkranz beten. Die haben überhaupt keine Macht. Die haben nur die Macht der Überzeugung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir immer und stets und jeden Tag ein Bekenntnis für die katholische Kirche in Deutschland ablegen. Vielen Dank.